So, Sibyl, hi. Ach du heiliger Strohsack. Ja. Das hatten wir ja schon lange nicht Ja, mehr. genau. Was geht ab? Puh, was geht ab? Also ich würde sagen, wir werden hier schon ein bisschen durchgeschaukelt von den Ostseewellen. Die kommen nämlich hier von schräg hinten. Wir haben gerade vor einer knappen Stunde von den Erbseninseln, auch Erdholmene genannt, abgelegt. Und hatten da zwei schöne Tage, haben uns die Insel ausgiebig angeguckt und den kleinen Turm und den großen Turm und auch das, die Zelle, wo Dr. Dampe. Dampe, sorry, ich glaube 17 Jahre in Gefangenschaft leben musste hier, abgeschottet von der Außenwelt. Ja, das haben wir uns alles angeschaut. Und sind jetzt auf dem Weg nach Swanecke. Auf der Jagd nach der Bornholmfeige, die mir knapp entkommen ist auf den Erbseninseln. Aber Aber das Segel ist doch eingepackt und man hört keinen Motor. Was ist hier. los hier? Na, wir segeln natürlich. Man merkt man doch auch, oder? Ja, aber mit einem eingepackten Segel, wie soll das denn gehen? Nee, wir sind ja nur mit Vorsegel unterwegs. Ja. Die Segler unter euch wird es vielleicht interessieren. Also wir haben gleich kurz nach dem Hafen, nach dem Auslaufen aus dem Hafen, das Vorsegel gesetzt. Ja. Und seitdem, ja, eiern wir hier im Waschmaschinengang Richtung Swanecke. Ja. Bei im Schnitt 3,5 bis 5 Knoten. Mal mehr, Ja. mal weniger. Das Eiern kann man auch ein bisschen sehen. an der Petersilie. Ja, genau. Aber das. Ich gebe mein Bestes. Jo. Wie geht's weiter dann? Dann schauen wir einfach mal nach dem Wind, was der uns so vorgibt. Entweder links oder rechts rum im Uhrzeigersinn oder entgegen des Uhrzeigersinns um Bornholm. Und dann steht an, ja, von Bornholm nach Kolberg oder nach Sassnitz oder oben rum. Also so richtig wissen wir das noch nicht. Das lassen wir den Wind mitentscheiden und unser Gefühl, wie sicher wir uns fühlen. Was entscheidet denn der Wind? Der Wind entscheidet die Richtung, wo es lang geht, letzten Endes. Und auch die Windstärke. Bei wenig Wind, mehr als 50 Seemeilen vor sich zu haben, das ist vielleicht nicht so gut, würde ich sagen. Da Schlagen die Segel, schlagen die kommt Segel, nicht vorwärts. da ruckt das Rigg, da fliegen die Tassen im Schrank Ja. rum, da pendeln die Fender, da wackelt der Blumentopf. Und da kottert der Skipper. Oder die Skipperin. Ja. Ja. Zu viel Wind ist auch nicht gut. Nee, zu viel Wind ist natürlich auch nicht gut. Da Also sind dann wir die Hosen voll. hoffen so auf 3 bis 4, vielleicht in Spitzen 5. Ja. So in der Drehung. Und da müssen wir uns einstellen, entweder wir reffen das Gros einmal oder nicht. Aber das wird sich zeigen. Das kann man jetzt noch nicht so genau sagen. Die Windprognosen der nächsten 3 Tage sind vielleicht realistisch, aber wir wollen ja nicht in 3 Tagen schon wieder los. Wir gehen Okay. jetzt erstmal um Bornholm. Wer wird gegrüßt? Und alle, die zugucken, die uns verfolgen, grüßen wir natürlich. Ja, alle. Dann. Ahoi Brause. Tschüss. Jetzt noch den Nachspann, die Gadgets. Ach du meine Güte, jetzt müssen wir einen alten Klamautermann-Witz erzählen.